Hallo? Hallo, Frau Jablonski. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich wurde in der Schule aufgehalten. Aber Ihr Mann hat den Timmy vor knapp 2 Stunden abgeholt. Was? Mein Mann hat Timmy abgeholt? Ja, er hat zu mir gesagt, es ist mit Ihnen abgesprochen. Nein, da ist nichts abgesprochen. Mein Mann und ich, wir leben in Scheidung. Ich hole doch Timmy immer ab. Sie hätten mich doch anrufen müssen. Ja, ich weiß, aber Timmy hat mir heute erzählt, er fliegt mit euch gemeinsam in Urlaub zu dritt. Nach Mallorca. Er war total aufgeregt. Was? Nach Mallorca? Wir fliegen nicht zusammen nach Mallorca. Hallo, Frau Tasic. Ela Jablonski hier. Ich vermute, mein Mann hat Timmy entführt. Hallo, Frau Tasic. Schön, dass Sie da sind. Und? Haben Sie irgendwas gehört? Hat Ihr Mann sich zwischenzeitlich mal gemeldet? Nein, sein Handy ist aus. Wahrscheinlich sitzt er schon lange mit dem Kleinen im Flieger nach Mallorca. Jetzt tun Sie doch mal was. Sie müssen doch irgendwas tun können. Fangen Sie doch mal an zu suchen. Es tut mir leid, wir können im Moment wirklich noch nichts machen. Wie, Sie können nichts machen? Das ist einfach so. Bei einer Vermisstenanzeige kann die Polizei erst nach 24 Stunden einschreiten. Es sei denn, es gibt eine ganz konkrete Gefahr bezüglich einer Person. Mein Mann hat meinen Sohn entführt. Das ist doch Gefahr genug. Der will mit dem Jungen das Land verlassen. Ich meine, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Dann fangen Sie doch mal an. Vielleicht sind die ja noch in Berlin. Das müssen Sie doch verhindern können. Wir haben leider keine Handhabe. Sie haben erklärt, dass Sie zwar getrennt leben, aber jetzt gemeinsame Sorgerecht ausüben. Somit kann Ihr Mann hinreisen, wo er will mit Ihrem Sohn. Mein Mann will aber nicht mit meinem Sohn irgendwo hin. Er will mit ihm nach Mallorca. Das habe ich ihm doch gesagt. Was ja noch nicht strafbar ist. Und zudem ist erstmal nur eine Vermutung, dass Ihr Mann mit Ihrem Sohn nach Mallorca geflogen ist. Nein, es ist überhaupt keine Vermutung. Mein Sohn hat der Erzieherin erzählt, die steht sogar noch hier, dass ein Papa mit ihm nach Mallorca will. Ja, das stimmt allerdings. Er hat gesagt, die wollen zusammen in Urlaub fliegen. Und ich habe es ihm auch noch geglaubt. Und mir hat er davon überhaupt nichts erzählt. Ja, und Sie haben das wirklich vorher nicht mit Ihrem Mann abgesprochen. Was? Dass mein Sohn entführt wird? Bestimmt nicht. Also meine Mandantin lebt von ihrem Ehemann getrennt, ja? Und das ist natürlich jetzt auch nicht ganz stressfrei in der Situation, zumal sie glaubt, dass er sie schon länger betrügt. Jetzt hat er ihr gegenüber schon mehrfach angekündigt, er wollte wieder in sein Heimatland zurück und dort leben und arbeiten. Und er hat jedes Mal gesagt, dass er Timmy dann auf jeden Fall mitnehmen würde. Können Sie nicht vielleicht die aktuellen Passagierlisten für die Flüge nach Mallorca mal überprüfen? Ich meine, sie ist ja nun wirklich zu Recht besorgt, da muss es doch Möglichkeiten geben. Sie kennen doch Ihre Kollegen. Ruf mal die Kollegen am Flughafen an. Ruf mal an. Danke. Oh Mann, es tut mir so leid. Frau Jablonski, ich verstehe Sie wirklich. Ich habe selber Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr hart ist jetzt. Aber im Moment können wir noch nichts tun. Vom rechtlichen Weg her können wir im Moment noch nichts tun. Sie können nicht einschalten. Wir finden eine Lösung. Vielen Dank für die Info, Kollege. Carlos Moreno und Tim Jablonski stehen auf der Passagierliste für Flug 724 nach Palma. Hab ich doch gesagt. Kann man sie noch irgendwie aufhalten? Leider nein, das Flugzeug ist schon in der Luft. Wir können jetzt lediglich nur noch die spanischen Behörden informieren, aber bis die Behörden informieren? Sie müssen doch von hier irgendwas tun können. Ich kann natürlich beim Bundesjustizministerium einen Antrag auf Unterstützung der Rückführung stellen, aber einen Antrag? Ja, das dauert natürlich. Ich fliege sofort nach Mallorca. Ich will meinen Sohn zurück. Also, Sie werden wahrscheinlich da vor Ort auch mehr erreichen können. Da gebe ich Ihnen ja recht. Vor allen Dingen, man muss natürlich gucken, dass der Junge sich da nicht einlebt. Dahinter will er gar nicht mehr nach Berlin zurück. Könnten Sie vielleicht mitkommen? Wenn Timmy tatsächlich auf Mallorca sein sollte, wird es nicht einfach, ihn nach Deutschland zurückzubringen. Denn meine Mandantin und ihr noch Ehemann teilen sich das gemeinsame Sorgerecht. Und so wie es aussieht, wird Carlos Moreno mit allen Mitteln um den kleinen Jungen kämpfen. Wir allerdings auch. Ulrike Tasic verschiebt sofort alle Termine, um ihre Mandantin nach Mallorca zu begleiten. Schon am späten Nachmittag kommen die Juristin und Ela Jablonski in Palma de Mallorca an. Da Elas noch Ehemann nicht erreichbar ist, wollen die beiden sofort mit der Suche nach dem gebürtigen Mallorquiner Carlos Moreno und dem 4-jährigen Timmy beginnen. Ich meine, hat Ihr Ex eine Anlaufadresse hier auf Mallorca? Eigentlich nicht. Der könnte echt überall stecken. Carlos ist ja hier auf der Insel aufgewachsen und er hat echt wahnsinnig viele Freunde hier. Außerdem arbeitet er zum Teil noch als Fotograf auf der Insel und der könnte echt überall stecken. Sagen Sie, die Freunde, kennen Sie die vielleicht? Nur so zum Teil. Also wir sollten es auf jeden Fall mal bei meiner Freundin Bianca probieren. Ihr Ehemann, der Leon, das ist der beste Freund von Carlos. Ja. Okay. Das ist eine gute Idee. Machen Sie das bitte, ja? Wo Sie sagen, der ist Fotograf, wissen Sie, ob er vielleicht einen Auftrag für ein Fotoshooting zurzeit hier hat? Keine Ahnung. Aber ich könnte natürlich mal bei seiner Agentur anrufen. Die müsste das dann eigentlich wissen.
Gut, das machen Sie am besten jetzt zuerst. Wir werden jetzt gerade im Hotel einchecken. Ich gehe danach zur Polizei. Die sollen Timi und den Carlos zur Fahndung ausschreiben. Und dann werde ich nach Palma zum Einwohnermeldeamt gehen. Vielleicht hat er ja doch irgendeine Meldeadresse hier auf der Insel. Okay, ich hoffe nur, wir finden Timi bald. Der ist doch noch so klein. Ich kann es gut verstehen, aber sehen Sie einfach, Ihr Ex, der liebt ihn ja auch. Und der wird sich sicherlich auch rührend um ihn kümmern, denke ich, oder? Timi und ich, wir waren noch nie getrennt. Ich mache mir echt solche Sorgen. Wir finden Timi ganz bestimmt sehr bald, das verspreche ich Ihnen. Kommen Sie. Natürlich glaube ich nicht, dass Carlos dem Kleinen irgendwas antun würde. Ich meine, dafür liebt er den ja viel zu sehr. Aber wer weiß, wo er ihn untergebracht hat und vor allen Dingen, wie Timi mit der Situation klarkommt. Ich muss Timi finden, unbedingt. Und zwar so schnell wie möglich. Ulrike Tasic fährt mit ihrer Mandantin zu Bianca Ruland. Ela hat die deutsche Auswanderin und ihren spanischen Ehemann Leon Martinez durch ihren Noch-Ehemann Carlos kennengelernt. Da dieser, wie Ela über die Agentur erfahren hat, zurzeit keinen Auftrag für ein Fotoshooting hat, hofft Ela inständig, dass das Paar weiß, wo Carlos mit Timi sein könnte. Hoffentlich ist er zu Hause. Was machst du denn hier? Was für eine Überraschung! Frau Rechtsanwaltin Tasic, Frau Ruland. Hallo, Frau Ruland. Dann kommt mal rein. Danke. Das habe ich ja schon so lange nicht mehr gesehen. Nehmt Platz, kann ich euch irgendwas zu trinken anbieten? Dankeschön, danke. Das ist sehr nett. Schön, nicht nötig. Sag mal, was ist denn passiert? Warum bist du denn jetzt mit deiner Rechtsanwältin hier? Stell dir vor, Carlos hat Timi heute einfach in Berlin von der Kita abgeholt und wollte mit ihm nach Mallorca in Urlaub fliegen. Und ich wusste davon natürlich überhaupt nichts. Und als ich das gehört habe, sind wir zwei sofort in den Flieger gestiegen. Und ja, jetzt sind wir hier und ich habe keine Ahnung, wo die zwei stecken könnten. Du meinst, Carlos ist mit Timi hier untergetaucht? Ja. Aber warum? Ich hab dir doch gesagt, dass ich die Scheidung einreichen werde. Und deswegen entführt der Timi hier nach Mallorca? Das ist doch unglaublich. Kann ich dir irgendwie helfen? Naja, es wäre natürlich klasse, wenn Sie uns irgendwas erzählen könnten zum Aufenthalt von Carlos, ne? Haben Sie irgendeine Idee, wo er stecken könnte auf der Insel? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich wusste ja noch nicht mal, dass er hier ist. Und die ganzen Freunde, er hat doch bestimmt Freunde hier, wo er irgendwie unterkommen könnte. Ja, Carlos kennt so viele Leute hier. Vielleicht bei Diego. Ich meine, der leiht sich immer das Equipment aus, wenn er ein Fotoshooting hat hier auf der Insel. Ja, könntest du den vielleicht mal anrufen? Weil wenn ich das mache, dann ist das ja viel zu auffällig. Ja, klar, natürlich. Ja, super. Es tut mir so leid. Ja, wir sind ein bisschen verzweifelt im Moment, ne? Ist klar. Hey, hallo Leon. Guten Tag. Ich bin Rechtsanwältin Tasic. Ich bin die Anwältin von der Frau Jablonski. Sinta Martinez, ne? Ja. Ja. Ey, stell dir vor, Carlos hat Timi einfach mitgenommen nach Mallorca, ohne Wissen von Ela. Und jetzt ist er einfach untergetaucht. Was ist das für ein Unsinn? Carlos würde nie im Leben seine eigenen Stimmen führen. Das ist bloß Unsinn. Ja, weil Carlos ist nicht erreichbar und wir haben keine Ahnung, wo der stecken könnte. Hat er sich bei dir vielleicht irgendwie die letzte Zeit gemeldet? Ich habe von Carlos lange nicht gehört. Hä? Wieso? Du hast doch erst vorige Woche mit ihm telefoniert. Nein, habe ich nicht. Hast du vielleicht nicht verhört? Okay, wie auch immer, es wäre sehr nett, wenn er sich bei Ihnen meldet, dass Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist meine Karte, ja? Weil ich muss ganz dringend mit Herrn Moreno mal sprechen, ist klar, ne? Bei der Situation. Vielen Dank. Ja, wir sollten uns jetzt weiter auf die Suche begeben. Ne? Wir müssen irgendwie sehen, dass wir die Liste jetzt weiter abarbeiten. Okay. Denn im Moment kommen wir ja nicht weiter. Okay, und könntest du dann vielleicht mal in der Zeit bei Diego anrufen? Ja, natürlich, das mache ich. Und wenn ich irgendwas weiß, ich melde mich sofort bei dir. Dankeschön. Wir werden den Kleinen schon finden. Ja, ich hoffe. Danke, Frau Ruland. Ja. Tschüss, Leon. Tschüss. Also, haben Sie gemerkt, wie nervös der Mann Ihrer Freundin auf einmal wurde, als es jetzt um dieses Telefonat ging? Das war doch ganz komisch. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich dachte auch, Carlos und Leon, die haben vor kurzem noch telefoniert. Weil Carlos sollte mir liebe Grüße von Leon ausrichten. Das ist total komisch irgendwie. Also ich glaube ganz stark, dass der viel mehr weiß, als er uns hier erzählen möchte. Sie meinen, Leon und Carlos, die stecken unter einem Hut? Ich meine, das kann doch nicht sein. Das würde Bianca doch nie mitmachen. Ja, vielleicht weiß er ja nichts davon. Was machen wir jetzt? Wir sollten auf gar keinen Fall den Leon aus den Augen verlieren. Okay, bitte. Okay.
Leon und Carlos sind zusammen auf Mallorca aufgewachsen und eng miteinander befreundet. Ulrike Tasic vermutet daher, dass Leon in Carlos' Pläne eingeweiht ist und aus Loyalität seinem Freund gegenüber nichts sagt. Und tatsächlich scheint es Leon plötzlich sehr eilig zu haben. Ach, guck mal, wer da ist. Kennen wir doch, ne? Ja. Steigt der ein. Ich bin mal gespannt, warum der es jetzt so eilig hat. Na, ich hoffe, Sie haben recht. Ja, und der führt uns zu Timmy. Auf jeden Fall fährt er los. Moment, ja, der fährt. Ja, da klemmen wir uns jetzt mal hinter, okay? Anwältin Ulrike Tasic ist klar, dass Carlos die Insel in- und auswendig kennt und überall sein könnte. Sie hofft, dass Leon sie nun direkt zu Timmy führt. Und die Juristin liegt mit ihrer Vermutung offensichtlich richtig. Das ist mein Kind! Warte, Vorsicht! Langsam. Timmy! Stopp, Ella! Lass mich durch! Du steckst mit Carlos unter einer Decke, ich fass es ja nicht! Das bringt doch nicht. Ich weiß was. Leon, ich will zu meinem Sohn. Lass dich nicht rein. Lass mich durch, ich will zu meinem Sohn und zwar direkt. Ich weiß, was du Timmy angetan hast. Was hab ich denn Timmy angetan? Ich bin seine Mutter, lass mich jetzt durch! Das bringt doch nicht. Ganz ruhig, bitte. Lassen Sie bitte die Mutter jetzt zu Ihrem Sohn. Kommen Sie bitte, Herr Martins. Nein, du hast Timmy geschlagen und misshandelt. Ich habe meinen Sohn geschlagen und misshandelt? Ja. Du spinnst, was erzählst du? Lass mich... Hey, stopp, das bringt doch nicht. Ich bitte Sie, jetzt werden Sie doch vernünftig. Er hat blaue Flecken überall. Mein Sohn hat keine blauen Flecken. Ich habe Timmy noch nie im Leben geschlagen. Das ist absolut absurd. Ich war heute Morgen noch bei ihm. Es ist so. Herr Martinez, es ist absurd. Ich bin gezwungen, die Polizei zu rufen, ja? Das ist kein Problem. Ist es Ihr Ernst? Ja, klar. Leon, was erzählst du da? Ich liebe Timmy über alles. Ich würde ihn noch niemals schlagen. Ich fasse es echt nicht, was Leon da für einen Blödsinn erzählt. Bestimmt steckt Carlos dahinter. Ich hoffe nur, dass die Polizei mir gleich helfen wird und ich Timmy so schnell wie möglich zurückbekomme. Ela machen die Vorwürfe fassungslos. Sie ist froh, dass Rechtsanwältin Ulrike Tasic sie in diesem schweren Moment unterstützt. Doch Leon bleibt stur. Er lässt Ela nicht zu ihrem vierjährigen Sohn. Ich bin so enttäuscht von dir. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich Timmy irgendwas antun würde. Wie konntest du das nur tun? Wie könnte ich was tun? Was tun? Du weißt doch, wovon ich spreche. Warum erzählst du so einen Blödsinn? Wer hat dir das in den Kopf gesetzt? Wer denkst du wohl? Ja, Carlos wahrscheinlich. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der vielleicht lügen könnte? Ja, da kommt die Polizei schon. Ich glaub's nicht. Da kommt die Polizei. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sie hatten uns gerufen? Ja, ich hatte Sie gerufen. Rechtsanwältin Tasic. Mhm. Das ist meine Mandantin, die Frau Jablonski. Guten Tag. Was ist denn passiert? Mein kleiner Sohn wurde entführt. Der ist 2,5 und wurde heute Morgen von seinem Papa von Berlin nach Palma verschleppt. Und jetzt sind alle dort drüben im Haus und mir wird jeglicher Zugang verwehrt. Ja, also es ist ganz eindeutig. Ja. Der ist da drin, wir haben ihn gesehen. Carlos, was fällt dir ein, einfach mit Timmy abzuhauen? Hör, bist du jetzt total durchgeknallt? Ella, ich bin nicht mit Timmy einfach so abgehauen. Ich habe ihn in Sicherheit gebracht, vor dir. In Sicherheit vor mir? Spinnst du? Was erzählst du? Ella, es ist wohl offensichtlich, dass du Timmy misshandelt. Was? Ja, und da muss ich reagieren. Du erzählst so einen Blödsinn. Du weißt ganz genau, dass das erstunken und erlogen ist. Carlos sagt die Wahrheit. Ich kann das bezeugen. Ich habe genau gehört, wie Timmy erzählt hat, dass diese Frau ihn geschlagen hat. Und wer sind Sie überhaupt? Ich glaube, Sie haben sich hier überhaupt nicht einzumischen. Das ist Natalia. Das ist unsere Babysitterin, sie passt auf Timmy auf. Die Babysitterin? So kann man das nennen. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Das ist eine Tatsache. Herr Moreno, was ist denn jetzt eigentlich vorgefallen? Was sagen Sie, was soll Ihre Ex-Frau denn den Timmy angetan haben? Das wüsste ich auch gerne mal. Warum müssen wir das denn jetzt besprechen? Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um Details zu besprechen. Was soll das jetzt hier? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Da gebe ich Ihrer Ex-Frau absolut recht. Also entschuldigen Sie mal bitte, wenn Sie nicht mit der Sprache rausrücken, wir können auch den Timmy direkt fragen. Ja, also bitte. Der Timmy ist ganz sicher da hinten drin. Mhm. Er verwehrt ihr den Zugang zum Haus. Das könnten Sie doch jetzt mal durchsetzen. Nein, das erlaube ich nicht. Ich will diese Person nicht in meinem Haus haben. Sie sind gleich also, mal still. Kleinen Moment mal bitte. Ich glaube, so können wir das hier nicht klären. Es wäre gut, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigen könnte heute. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns morgen auf Revier, also beziehungsweise in der Pussier Lokal, treffen, morgen früh. Danke. Ja, danke. Hören Sie, Herr Moreno, Sie haben das doch alles erfunden mit diesen Misshandlungen, ja? Und nur um den Timmy für sich alleine zu bekommen. Also ich durchschaue das längst und ich sage Ihnen eins, Sie kommen damit nicht durch. Ganz sicher, ganz sicher. Ist
Scherz. Aber wir können jetzt auch nichts ausrichten hier. Wir können doch jetzt nicht einfach wegfahren und Timmy da allein lassen. Ich kann doch nicht bis morgen warten, das ist mein Kind. Ich verstehe Sie gut, aber es nutzt jetzt nichts. Wir müssen uns morgen noch mal in Ruhe auf dem Polizeirevier treffen. Und wenn uns da nicht gelingt, irgendeine Lösung herbeizuführen, ja, dann werde ich bei Gericht eine Klage einreichen auf Herausgabe von dem Timmy. Okay, aber hier im Moment, kommen Sie, steigen Sie ein. Es lohnt sich nicht, wir können hier nichts ausrichten. Wir schaffen das schon morgen. Noch eine Nacht. Vertrauen Sie mir. Ich kann das immer noch nicht glauben, was Carlos da behauptet. Ich und Timmy misshandeln, das ist doch total verrückt. Er weiß doch ganz genau, wie sehr ich den Kleinen liebe. Ich hoffe, nur morgen klärt sich alles bei der Polizei auf. Am nächsten Morgen fährt Anwältin Ulrike Tasic mit ihrer Mandantin aufs Polizeirevier. Sie will den Beamten klarmachen, dass es sich bei den Misshandlungsvorwürfen nur um eine Intrige von Elas noch Ehemann handelt. Doch Carlos fährt schwere Geschütze auf. Guten Tag. Und ist der Herr Moreno unterwegs? Wissen Sie irgendwas? Wo kommt? Ich habe gehört. Buenos días. Wo hast du dann Timmy gelassen? Warum hast du ihn denn nicht mitgebracht? Timmy ist zu seinem eigenen Schutz zu Hause geblieben. Zu seinem eigenen Schutz zu Hause geblieben? Jetzt hör doch mal auf, so einen Blödsinn zu erzählen. Wir sind ja jetzt hier, um die Angelegenheit zu klären. Wen haben Sie ihn denn mitgebracht? Das ist Frau Duarte vom hiesigen Jugendamt. Vom Jugendamt? Da hörst du wofür richtig. Wofür brauchen wir denn das Jugendamt? Frau Duarte hat sich ein Bild von der Gesamtsituation gemacht. Sie hat mit dem Timmy gesprochen und sie hat sich ein Bild von den ganzen Misshandlungen gemacht. Ja, ich habe vorhin mit Timmy gesprochen und er hat sehr verstört auf mich gewirkt und hat die Aussage des Vaters bestätigt. Ja, was hat er Ihnen denn konkret gesagt? Er hat mir gesagt, dass seine Mutter ihn geschlagen hat und er möchte auf gar keinen Fall mit hierhin und sie treffen. Offensichtlich hat er panische Angst vor ihr. Das stimmt doch nicht. Das würde Timmy nie sagen. Ich schwöre Ihnen, ich habe meinen Sohn im Leben noch nie angefasst. Das denkt diese Frau sich doch einfach alles nur aus. Ich habe mir vorhin ein ganz genaues Bild von dem Jungen gemacht und habe seine blauen Flecke an den Armen und Beinen gesehen. Dann haben Sie ja sicherlich auch Fotos von diesen Misshandlungsspuren gemacht. Das macht man ja normalerweise so. Dafür blieb leider keine Zeit mehr, weil wir hier hin mussten. Hören Sie mal, Timmy hatte gestern noch keine blauen Flecken. Und wenn er jetzt welche hat, dann hat er die nicht von mir, dann muss er die von Carlos haben. Das war klar. Sag mal, spinnst du? Du hast ihn misshandelt. Das behaupten Sie. Beweise sind Sie dafür schuldig geblieben. Okay, ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Ich möchte von ihm persönlich hören, dass ich ihn misshandelt habe. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Natürlich ist das so einfach. Wir fahren jetzt einfach zu ihm und fragen ihn. Nein, der Polizist hat schon ganz recht. So einfach ist das nicht. Weil ich sehe, dass Timmy durch einen unvorbereiteten Kontakt mit Ihnen absolut gefährdet würde. Ich kann keine Umgänge im Moment befürworten. Ich werde mit einem spanischen Kollegen einen Antrag bei Gericht stellen. Ja? Und notfalls müssen wir ein Sachverständigengutachten einholen, dass der Umgang zwischen Ihnen und Timmy im Wohle des Kindes ist. Kommen Sie, lassen wir gehen. Da bin ich mal gespannt. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Wenn an den Misshandlungsvorwürfen was dran wäre, dann hätte die Mitarbeiterin des Jugendamtes Fotos von den Verletzungen gemacht. Ich bin mir sicher, dass der Herr Moreno sich das Ganze nur ausgedacht hat, um das alleinige Sorgerecht für den Timmy zu kriegen. Und das werde ich ihm auch noch nachweisen. Just need a trusted friend. Someone to hold my hand. Ela ist nach dem Gespräch auf der Polizeiwache mit den Nerven am Ende. Sie hat Angst, dass sie ihren Sohn nicht wiedersehen wird. Zudem quält sie die Sorge um Timmys Wohlergehen. Anwältin Ulrike Tasic will ihre Mandantin beruhigen und mit ihr das weitere Vorgehen besprechen. Und was ist, wenn Carlos den Kleinen geschlagen hat? Doch, das glaube ich nicht. Er liebt doch den Jungen. Also ich glaube, dass diese ganzen Misshandlungsvorwürfe einfach nur erfunden sind. Die Dame vom Jugendamt hätte doch sonst Fotos gemacht. Ja gut, aber die Frau vom Jugendamt, die hat die blauen Flecken doch auch gesehen. Ich meine, das erfindet die doch nicht einfach so. Was passiert denn, wenn ich wegen Timmys Aussage jetzt wirklich vor Gericht komme? Also das wollen wir natürlich verhindern, das ist klar. Aber wenn, dann ist ein deutsches Familiengericht zuständig, weil Timmy seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat und dort ja auch sozial integriert ist. Ja, und wenn Carlos mich dann hier in Spanien anzeigt, dann müsste ich auch hier in Spanien vor Gericht, oder? Sollte ein spanisches Gericht überhaupt seine Zuständigkeit bejahen, wir wollen ja Prozesse verhindern, ja, dann würde ich sofort ein Gutachten beantragen, ein ärztliches und ein familienrechtliches, damit wir beweisen können, dass diese Misshandlungsvorwürfe erfunden sind, nur weil ja noch Ehemann das alleinige Sorgerecht beantragen. Ja gut, aber so ein Verfahren, ich meine, wie lange dauert denn das? Das kann schon ein paar Wochen, wenn nicht Monate dauern. Das würde bedeuten, dass ich Timmy dann Wochen oder vielleicht sogar Monate nicht sehen dürfte? Wenn Sie kein Umgangsrecht haben, dann könnte das passieren, ja. Aber ich meine, das kann doch nicht sein.
Carlos hat einfach Timmy von Berlin nach Palma mitgenommen und ich meine, dann mache ich das jetzt einfach auch. Dann nehme ich Timmy auch einfach so wieder mit von Palma nach Berlin. Auf gar keinen Fall. Also ich warne nur ganz eindringlich vor diesen Aktionen. Ja, das minimiert Ihre Chancen, den Timmy bald wieder in Ihre Arme schließen zu können. Machen Sie das nicht. Wissen Sie, er fehlt mir einfach so. Das ist doch mein Kind. Ich kann das gut verstehen. Es tut mir auch sehr leid, Ihnen das so sagen zu müssen, aber das ist ja auch nicht gesagt, dass es so kommt. Ich hole uns jetzt erstmal was zu trinken, okay? Ja. Also, natürlich ist es für meine Mandantin schwer nachzuvollziehen, warum sie ihren Sohn nicht einfach in den Arm und mit nach Hause nehmen kann. Aber solange sie sich das Sorgerecht mit ihrem Noch-Ehemann teilt, muss ein unabhängiges Gericht darüber entscheiden. Egal, wie es zu dieser vertrackten Situation gekommen ist. Mit Unterstützung eines spanischen Kollegen stellt Rechtsanwältin Ulrike Tasic einen Eilantrag bei Gericht, um das Umgangsrecht mit Timmy für ihre Mandantin durchzusetzen. Trotz der eindringlichen Warnung ihrer Anwältin zieht es Ela in Timmys Nähe. Die 30-Jährige hätte nie gedacht, dass Carlos ihr einmal ihr Kind vorenthalten würde. Schließlich waren sie 5 Jahre lang ein glückliches Paar, bis sie von seinen Seitensprüngen erfuhr und sich trennte. Hey, was machen Sie da? Das ist Privatbesitz hier. Verlassen Sie sofort das Grundstück. Ich gehe nicht, bevor ich Timmy wenigstens ein einziges Mal gesehen habe. Nein, Sie gehen sofort. Das haben Sie mir ja wohl überhaupt nicht zu sagen. Ich bin schließlich seine Mutter. Ja, und Carlos ist Timmys Vater und er will nicht, dass Sie ihn sehen. Warum nennen Sie meinen Ehemann überhaupt die ganze Zeit Carlos? Sind Sie jetzt seine Geliebte oder die Babysitterin? Mein Gott, Carlos und ich duzen uns halt. Da ist doch nichts dabei, aber wir haben nichts miteinander. Ist klar, und deswegen leben Sie hier zusammen unter einem Dach. Ich kümmere mich um Timmy. Glauben Sie nicht, ich habe Sie schon lange durchschaut. Carlos betrügt mich seit ewiger Zeit, ob nun mit Ihnen oder mit irgendeinem anderen blonden Mäuschen. Und der Ring da an Ihrem Finger. Was ist mit dem Ring? Das ist übrigens mein Ehering. So ein Quatsch, den Ring habe ich mir selber gekauft. Und ich rufe jetzt auch die Polizei. Den habe ich Carlos vor ewiger Zeit zurückgegeben. Und keine Sorge, Sie können ihn ganz für sich alleine behalten. Und auch Carlos. Gehen Aber Sie meinen sofort. Sohn, den kriegen Sie nicht. Den hole ich mir zurück.